Herzlich willkommen im Modul B, Erfolgreich studieren, die Episode 1 heute, da geht es darum, was eigentlich ein erfolgreiches Studieren ausmacht. Erfolg ist ein großer Begriff und jeder muss für sich natürlich selbst erstmal definieren, was für ihn ein erfolgreiches Studieren bedeutet. Ich denke, dass erfolgreiches Studieren viel damit zu tun hat, dass sie für sich ein sinnvolles Studium erleben und dass sie tatsächlich in den Dingen, die sie da lernen, besser werden und vielleicht später eine Stelle kriegen, die sie ausfüllt oder sie selbst eine Firma gründen, sie selbst eine Organisation entwickeln, mit der sie zufrieden und glücklich sind und das auch mit anderen Dingen in ihrem Leben verbinden und verknüpfen können. Wenn man mich jetzt fragen würde, wie sollte man eigentlich studieren, damit man Spaß dabei hat und erfolgreich ist, dann lehne ich mich da so ein bisschen an der Präsentation an, die Richard St. John auf TED gehalten hat. Das ist eine Tagung, die sehr interessante Leute immer zusammenbringt, und die Präsentation dort können Sie online sehen. Und Richard St. John hat in 3 Minuten dargestellt, wie man erfolgreich ist. Und auf Basis dieser Präsentation haben wir uns Gedanken, Thomas Bernhard und ich, gemacht, was denn eigentlich so wichtig ist für ein erfolgreiches Studium. Punkt Nummer 1 ist die Leidenschaft. Sie sollten ein Studienfach sich auswählen, wofür ihr Herz schlägt, was sie begeistert, was sie gerne machen. Also nicht so sehr das Studienfach auswählen, weil sie denken, dass man damit im Moment gutes Geld verdient und das nur wegen dem Geld machen. Also zum einen kann sich das ganz schnell ändern. Viele Leute machen das dann vielleicht auch und stellen sich wirklich vor, sie würden dann diesen Beruf machen, ihr ganzes Leben lang, nur weil es dafür Geld gibt. Ich glaube, das ist zu wenig für ein erfülltes Leben. Suchen Sie sich also ein Fach aus, was Ihnen wirklich Spaß macht. Studieren heißt aber auch hart arbeiten. Nur dadurch, also es kommt halt, wie es so schön heißt, nichts kommt von allein. Und Studieren bedeutet viel Zeit in etwas hineinstecken. Ohne, also diese ganzen doofen Sprüche, so ohne Fleiß kein Preis etc. Aber es stimmt schon, Sie sollten deshalb sich auch ein Thema und ein Studienfach auswählen, was Ihnen Spaß macht, damit Sie diese ganze harte Arbeit auch in irgendeiner Weise mit Spaß durchführen können. Ganz wichtig ist auch, dass Sie Ihren Studienantrag in so sinnvoller Weise strukturieren, dass Sie die Zeiten und vor allem auch nutzen, wo sie besonders aufmerksam fähig sind. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich dem Fokussieren. Man kann nicht alles können oder manchmal ist es auch schwierig, man hat viele, viele Begabungen und dennoch muss man sich immer wieder fokussieren auf bestimmte Dinge. Behalten Sie Ihre Studienziele vor Augen und finden Sie auch die effektivsten Stunden des Tages heraus. Und die sollten Ihnen ganz heilig sein, die sollten Sie vor Ablenkung schützen und da sollten Sie die ganz, ganz wichtigen Sachen für Ihr Studium machen. Da sollten Sie lernen und da sollten Sie lesen und über Dinge nachdenken. Und andere Zeiten, wo Sie vielleicht nicht so effektiv sind, da kann man dann andere Sachen machen, die Dinge sortieren, irgendwelche Erledigungen machen etc. Aber suchen Sie sich die 4 Stunden irgendwie am Tag raus, die Sie besonders gut sind, und da sollten Sie ganz, ganz viel lesen und lernen. Sie wollen ja insgesamt ganz gut werden oder sehr gut oder exzellent, und das bedeutet, dass man ganz viel üben muss. Und üben heißt, sich viel, viel Zeit nehmen, aber auch einen Plan haben, was man dort eigentlich machen will. Es gibt in der Expertiseforschung so die Erkenntnis, dass man ungefähr 10.000 Stunden üben braucht, um mit in der Sache exzellent zu sein. 10.000 Stunden, das sind 5 Jahre 40 Stunden die Woche. Im Studium haben Sie tatsächlich Zeit, sich mit Themen sehr intensiv auseinanderzusetzen. Sie werden
wahrscheinlich nicht schaffen, 40 Stunden sich nur mit einem bestimmten Teilgebiet auseinanderzusetzen. Aber sie sollten auf alle Fälle sich überlegen, dass sie zumindest in den Teilbereichen, die sie besonders interessieren, mindestens 20 Stunden die Woche sich intensivst mit etwas auseinandersetzen. Wenn es geht, mehr. Sehr wichtig für ein erfolgreiches Studium ist, dass sie sich gegenseitig anschieben bzw. unterstützen. Man hat nicht immer Lust, was zu tun. Man ist manchmal einfach ein bisschen down. Und dafür gibt es Lerngruppen, oder man versteht etwas nicht, ist vielleicht frustriert ein wenig. Und da kommen Lerngruppen ganz, ganz wichtig, sind Lerngruppen ganz, ganz wichtig. Arbeiten Sie mit Kommilitonen zusammen. Und durch diesen Austausch, inhaltlichen Austausch miteinander, steigt die Qualität Ihres Studierens und Sie können sich gegenseitig motivieren, auch mal in Fächern, die man vielleicht nicht ganz so spannend findet, die aber trotzdem wichtig sind fürs Studium. Unterstützen sich gegenseitig. Wichtig ist auch, dass sie etwas anbieten. Anbieten heißt, dass sie etwas anderen etwas mit Wert zur Verfügung stellen, also zum Beispiel ihr Wissen teilen. Warum? Lernen durch Lehren ist eine der effektivsten Arten, Themen zu durchdringen. Das heißt, sie sollten sich überlegen, ob sie Anleitungen, Tutorials erstellen, die sie ins Netz stellen, dass sie Vorlesungsmitschriften online stellen, etc. etc. Dadurch, jemand, der etwas gibt, der wird auch wieder etwas bekommen, wie es schon so schön heißt in der Bibel. Diese Art von Teilen ist einmal wichtig als auch als Vorbereitung für ihre spätere Berufstätigkeit. Auch dort wird es immer stärker wichtig, dass sie Inhalte gut anderen strukturiert vermitteln können, bereitstellen können und vor allem dadurch, dass sie was teilen, geben andere wieder etwas und sie profitieren auch davon. Sie sollten versuchen, im Studium immer wieder Ideen zu entwickeln, das heißt, die Dinge, die Sie dort hören im Studium, zu versuchen weiterzuentwickeln, sich neugierig in den Bereichen sich umzuschauen. Was gibt es da noch neben dem, was man in der Vorlesung oder einem Seminar hört? Dinge kritisch zu hinterfragen, Probleme zu versuchen zu lösen, die sich dort stellen, Verbindungen zwischen Themen aufbauen oder auch zwischen Veranstaltungen. Insofern also alles das, was Sie hören und lesen, zu hinterfragen neu für sich zusammenzusetzen. Deshalb auch so wichtig, diese Studiergruppen, wo sie mit anderen Kommilitonen drüber reden. Man kann natürlich auch über Werder Bremen reden, das ist auch super, aber man sollte auch viel über sein Studienfach reden. Und natürlich können Sie auch Tutoren und Dozenten fragen. Schließlich muss man sehr hartnäckig sein für das Studium. Und Richardson Jones hat das sehr plastisch gesagt, er muss mit Crap umgehen. Für Criticism, Rejection, Assholes und Pressure will heißen, es gibt immer wieder Leute, die einen kritisieren, die Dinge, die man dort macht, ablehnen, mit Leuten, die einfach nicht nett sind und auch viel, viel Druck durch irgendwelche Klausuren und Termine etc. Was ich dadurch nicht ablenken und seien Sie hartnäckig und arbeiten weiter an Ihren Zielen. Und wenn Sie denken, dass Sie gute Ideen haben, lassen Sie sich auch nicht immer gleich von anderen Leuten da die Lust dran nehmen. Und glauben Sie an Ihre Ideen und Ziele und dann werden Sie auch erfolgreich sein. Und insofern, wenn man mich fragen würde, was ist die allerwichtigste, was Sie für ein erfolgreiches Studium machen sollten, dann ist es die Lerngruppe. Das hat auch der John C. D. Brown in einer sehr schönen Präsentation auf iTunes University nochmal deutlich auch anhand von Studien gezeigt, dass die Lerngruppe das wichtigste Element des erfolgreichen Studierens ist. Dadurch, dass sie zusammen mit anderen Personen darüber sprechen,
über Arbeitsaufträge etc. Dadurch entsteht ein richtiges Verständnis, dass sie das anderen erklären, dass sie mit anderen darüber diskutieren. Falls Sie also noch keine Lerngruppe haben, bauen Sie eine Lerngruppe auf. Hier nochmal die Quelle zu der Präsentation von Richard and Jones. Es gibt auch ein Buch von Albrecht Behmel, Erfolgreiches Studium der Geisteswissenschaften. Das ist ein bisschen formaler. Da können Sie auch gerne nochmal reinschauen. Gut, das war die Episode 1. Ich hoffe, wir haben so ein paar Anregungen gegeben, was Sie machen können, um erfolgreich im Studium zu sein. Ich bin ganz gespannt, was Ihnen sonst noch einfällt. Und schreiben Sie einfach in die Kommentare, was Sie sagen, dies und das ist ein weiteres Geheimnis eines erfolgreichen Studiums. Vielen Dank. Tschüss.